Die integrierte Wasserbar Yours Pro Select bietet Ihnen Ihr Lieblingswasser. Gefiltert, gekühlt und von still bis gesprudelt. Zur Installation der Wasserbar bei Ihnen zu Hause bedarf es verschiedener Voraussetzungen. Bitte prüfen Sie zuallererst beide Eckventile für Kalt- und Warmwasser. Drehen Sie jeweils am Eckventil und prüfen Sie, ob es sich leicht öffnen und schließen lässt. Haben Sie einen Warmwasserbereiter in Ihrer Küche, stellen Sie sicher, dass es sich um ein druckfestes System handelt. Führen von Ihrem Kaltwasseranschluss ein Schlauch zum Warmwasserbereiter und einer zum aktuellen Wasserhahn, handelt es sich um ein druckfestes System. Zum Betrieb der Wasserbar benötigen Sie mindestens eine freie Steckdose. Ist die einzig verfügbare Steckdose bereits belegt, können Sie auch einen Mehrfachstecker anschließen. Die angegebene Gesamtwattzahl der Mehrfachsteckdose darf jedoch nicht überschritten werden. Die Armatur benötigt eine Bohrung mit einem Durchmesser von 3,5 cm. Eine bereits vorhandene Bohrung für den aktuellen Wasserhahn kann in der Regel verwendet werden. Bei Oberflächen aus Holz, Edelstahl oder Kunststoff kann der Britta-Installateur vor Ort bohren. Eine Bohrung durch andere Materialien wie Beton, Granit oder Glas muss von Ihnen separat bei einem Fachbetrieb beauftragt werden. Idealerweise hat der Spülunterschrank eine Breite von 60 cm. Neben dem Aggregat mit den Maßen 25 cm Breite, 28 cm Tiefe, 38 cm Höhe wird zusätzlich noch Platz für den CO2-Zylinder und den Filter benötigt. Der CO2-Zylinder zum Aufsprudeln des Wassers darf nur aufrecht genutzt werden und muss vor dem Umfallen gesichert sein. Der Filter kann hingegen auch liegend betrieben werden. Sie sollten das Kühl- und Sprudelaggregat auf einer waagrechten, gegen Wasser unempfindlichen Oberfläche aufstellen, die frei zugänglich ist. Auch kleinere Spülunterschränke sind möglich. Bitte halten Sie diesbezüglich Rücksprache mit unserem Service. Für eine ausreichende Luftzirkulation muss der Abstand zu den Seitenwänden des Unterschranks mindestens 5 cm auf der rechten Seite des Kühl- und Sprudelaggregats und 15 cm nach hinten betragen. Eine Nebenraum- oder Kellerinstallation ist ebenfalls möglich. Kontaktieren Sie bei Fragen unseren Service. Tiefe Siphons können eine Herausforderung darstellen, die jedoch durch einen kleinen Umbau zu lösen ist. Zusätzlich bieten wir auch Einbaulösungen für Abfalltrennsysteme an. Sind alle Voraussetzungen gegeben? Bestellen Sie sich jetzt Ihre Wasserbar Yours Pro Select nach Hause. Ein Britta-Techniker installiert die Wasserbar bei Ihnen vor Ort und gibt Ihnen eine Einführung. Mehr Komfort und bester Geschmack. Gefiltert, gekühlt, gesprudelt, genial!